Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe unsere Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar, ja, hatte ich noch eine kleine Bestellung getätigt, eine Vorbestellung bei WRD Trading Cards. Und zwar schon im letzten Jahr, da hatte mich der gute Puckedu92 drauf hingewiesen. Sein Kanal verlinke ich mal hier oben, der macht auch richtig geile Unboxing-Geschichten. Auch natürlich hier zu glänzendes Schicksal, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ja, da kam das Paket an, unter anderem mit so einer Top-Trainer-Box und glänzendes Schicksal. Und ja, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich war ganz erstaunt, als dann das Paket kam. Umso mehr freue ich mich darüber, dass ich sie jetzt hier in der Hand halte und sie mit euch öffnen kann. Eine Gala Pantifrost Pin Collection. Drei Booster haben wir drin. Wir haben davon ja auch schon welche aufgemacht. Vier Stück gibt es ja, also vier verschiedene Designs. Und ja, die haben wir jeweils schon einmal aufgemacht in dem Video. Verlinke ich euch am Ende des Videos. Und ja, mal gucken, ob diese ähnlich gut gönnt wie die Pins, die wir zuvor hatten. War bisher damit ganz zufrieden. Und ja, ich dachte, hinter wäre immer der Code. Den wollte ich euch jetzt eigentlich spendieren. War jetzt ein bisschen erstaunt, deswegen diese kurze Pause. Gala Pantifrost. Ja, mit dem Vieh selbst kann ich nicht viel anfangen, aber ich finde das Artwork, der Holo-Effekt, drehschick, wirklich, wirklich toll. Centering stimmt auch. Ist auch nicht selbstverständlich, wie wir alle wissen. Dann noch hier diesen unglaublich guten Pin. Erinnert mich so ein bisschen an Charlie Chaplin, oder? Ja, cooler Typ. Und wie ihr seht, hier ist der Code, den ich euch spendieren wollte, oder wenigstens einen von euch. Viel Spaß damit, macht was raus. Ich hoffe, ihr habt wenigstens genauso viel Glück wie ich. Was haben wir hier drin? Zweimal Glurak und einmal Katapuldra. Und jetzt haben wir immer so schwarzen Kunststoff drin. Okay, stabil. Bums, schmeißen wir mal zur Seite. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr genug Stuff bekommen? Ich frage das ja immer mal wieder in den Videos, weil man hat ja immer mal wieder auch die Möglichkeit, sich was zu holen. Aber bitte, Freunde, nur zu adäquaten Preisen. Also eine Top-Trainer-Box, die 90 oder 100 Euro kostet oder sogar 150 und darüber hinaus, was da manchmal bei eBay Kleinanzeigen, eBay oder so verlangt wird, lasst die Finger davon weg. Leute, das Produkt ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Ja, das ist Abzocke, ist das. Lasst das sein. Ihr kommt früher oder später noch an die Karten dran. Ich weiß, es ist ärgerlich, aber macht das auch bitte auf jeden Fall nicht mit. Jeder soll ja auch dran verdienen, die Dinger hier zu verkaufen. Alles gut. Aber diese ganzen Reseller, die da total übertreiben oder auf einige Shops, Finger weg, Freunde. Ja? So, und jetzt hier, konzentrieren wir uns auf die Karten. Ich will mich ja nicht einfach nur aufregen. Bautz, süßes Artwork. Wir haben hier viele süße Artworks drin. Hier, ne? Knackleon. Ist jetzt nicht so mein Favorite. Aber trotzdem schönes Artwork. Und Smogon, ihr wisst. Die alten Pokémon, die gefallen mir besonders gut. Und dieses Artwork ist einfach ein Traum. Ich muss es immer wieder sagen. Und in so einem kleinen Video kann man es ja auch mal machen. Ja. Kleptifuchs, auch ganz nett. Und dahinter, Manaphy. Auch ein tolles Artwork in Holo. Also, die ist nicht in Holo, aber in Holo wird die richtig gut kommen. Ähnlich wie das Celebi. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, dass Celebi nicht mal ein Holo bekommen hat, Freunde. Erstes Booster war für die Hose. Hoffen wir, dass das zweite Booster was für die Sammlung hat. In diesem Video öffnen wir nur eine Pin, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir oder dass ich hier öfter mal so kleine Videos mache. Schreibt es in die Kommentare. Ja, oder auch mal so ein YouTube Shorts oder so, ne? Wo wir dann nur ein Booster öffnen. Wenn ihr auf sowas Bock habt, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir das. Ja? Sepa, auch ein tolles Artwork. Auch in Holo wird die gut kommen. Ihr merkt einfach diese Affinität zu den ersten 151 oder auch zu den 251 Pokémon. Die ist ganz klar da. Und immerhin eine Holo. Auch ein komisches Vieh. Eine Motte. So, Freunde, bis jetzt nur ein Holo gezogen. Das ist richtig, richtig schwach. So, ja. Die gestapelten Ballkarten, die rutschen hier gerade runter. Last Pack Magic, Glurak. Bis jetzt haben die Glurak Booster ja noch nicht so gewinnt. Also ich sag mal, also wenigstens so eine normale Shiny. Eine Shiny V-Max wäre richtig cool.
Oder allgemein so eine Full Art Shiny. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht sogar Glurak. Ja, wir müssen es ja nicht übertreiben. Lapras möchte ich auf jeden Fall noch haben in den verschiedenen Formen. Über Ditto freue ich mich auch immer, auch wenn ich schon Ditto wie gezogen habe. Smogon. Komm. Ja, Freunde. Gottrum, wie. Und die Karte sieht sogar gut aus und dahinter. Befehl vom Boss. Ja, sorry, was ist denn das für ein Boss? Da gibt es ja nur einen, das ist der Giovanni, ist da klar, Freunde. Aber die Karte ist doch mega. Ja, eine Full Art Shiny. Aus drei Boostern und eine Holo. Ich finde, da kann man nicht meckern. Besser geht immer, aber auch viel schlechter. Das kennen und wissen wir alle. Von daher eine gute Ausbeute. Eine richtig gute Ausbeute. Gefällt mir gut. Ja, so ein Full Art Shiny. Ja, besser als so zwei kleine. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr wenigstens genauso gut pullt. Bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt mir treu. Euer Pokeknecht90. Ciao.